No Friends Club, was geht ab? Ich bin am Start mit Sydney Bernie. Moin Moin Jungs und Mädchen. Ey, ey, ey. Und heute probieren wir die Kapital Bra Pizza. Pa-pa-pa-pau. Alle Leute sehen. Leute, ihr müsst wissen, ich habe auch richtig Hunger. Da ist der Laden. Wir werden eine Challenge machen, wer schneller hier diesen Berg hier hochklettern kann. Man kann auch wie ein normaler Mensch außen rumlaufen, aber wir sieht natürlich nicht normale Menschen aus. Wer zuerst oben ankommt, darf zuallererst die Pizza probieren. Hast du die Kavi-Pizza schon mal probiert? Nee, noch nicht. Und ich auch noch nicht. Also, ich möchte die unbedingt probieren. Los geht's. 3, 2, 1, los. Fuck, du bist ein Genius. Nein! Ah. Easy! Sidney, was machst du da? Ah. Leute, das ist ein Fahrrad! Leute, das ist einfach ein Fahrrad! Komm, Emil! Oh. Wir sind jetzt oben und wer hat gewonnen? Du hast gewonnen, du warst schlauer und bist gleich hochgerannt. Ich bin auch sehr hungrig. Ich glaube, deswegen hat dein Kopf auch noch so gut funktioniert. Alles klar, also gehen wir rein. Oh, Junge, let's go! Und wir sind jetzt auf der Suche nach der Kapi-Pizza. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe einen Banana-Crush auf Sydney. Oh mein Gott! Leute, es gibt schon einen langen Kampf zwischen diesen beiden Welten. Und zwar Nutella oder Nuspli. Was ist besser? Nutella. Es ist schwer. Meine Eltern haben halt immer Nuspli gekauft. Aber es ist einfach nicht dasselbe wie Nutella. Ich finde Nutella schmeckt geiler. Also ich finde Nutella schmeckt geiler. Schreibt in die Kommentare, Nutella oder Nuspli. Ich glaube, ich habe in einem Lied von Juju mal Schokomel gehört. Viele haben mir das empfohlen. Ich sollte das mal probieren, auf jeden Fall. Rapper-Namen erklärt. Mit Dima. Wieso heißt Eminem eigentlich Eminem? Und zwar heißt er Marshall Mathers mit Namen. Wusstest du das? Das wusste ich nicht. Genauso wie die Süßigkeiten M&M. Und hat sich eigentlich am Anfang Eminem genannt. Alter. M&M. Aber den Namen fand er nicht mehr so cool. Und hat sich dann einfach Eminem genannt. Oh, das wusste ich nicht. Jetzt. Danke. Oh mein Gott, danke. Ich wollte einfach nur mal sagen, Dankeschön für alles. Sogar in Gelb, wie süß. Sogar in Gelb. Sydney, Sydney, ja, was, was ist? Wer bin ich? Dima. Nein, der Gelbe. Ah. Oh, Sydney. Einen hast du nicht noch? Oh, nee. Hat Mama Dima die dir gegeben hat? Ich habe dir gebracht, sie viel möchtest du probieren? Russische Marshmallows. Sydney, ich glaube, das hast du noch nie probiert. Was ist das? Das ist Quass. Genau, das ist so die russische Cola. Schmeckt die? Auf jeden Fall. Also ich feier's übel. Dann probieren wir gleich. Wir haben die Pizza, die Kapital Pizza. Wir haben einmal Grillgemüse. Und wir haben einmal Salami. Ich würde Grillgemüse probieren wollen. Ich würde das Grillgemüse probieren. Ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, wie die schmecken wird. Eigentlich zahle ich nicht 4 Euro für eine Pizza, aber probieren wir es mal. Wir sind jetzt draußen. Haben erwirtschaftet, was wir brauchen. Und gehen jetzt nach Hause und probieren das Ganze. Alle Leute sehen. Dima bleibt am Ball wie Mbappé. Hey, Foto mit dir? Klar. Mit meiner Cousine. Wir sitzen im Auto. Er so, ich kenn den. Ich so, hey, woher kennst du den? Er so, ich kenn den, wir müssen unbedingt. Ich so, okay, wir rennen jetzt hier. Ich weiß genau, so wird es gehen. Ich weiß gar nicht, woher ich das so, wieso ich das so geil finde. Vielleicht wegen der Farbe einfach nur. Aber probieren wir die mal. Auf jeden Fall, Schokomel soll Schokomilch sein. Right? Oh yeah. Ich stehe richtig auf Kakao. Hä, hey, und was war das hier nochmal? Das ist Quass. Das Quass? Ist okay. Quasi ein Erfrischungsgetränk mit Brotgeschmack. Dann probieren wir das mal. Los geht's. Ich hoffe, ich habe das nicht zu hart geschüttelt gerade. Also quasi ist die russische Cola, ne? Oh. AK, Sinne hat gerade gesagt. Ich hoffe, ich habe das nicht zu hart geschüttelt. Also, schmeckt gut, aber ich habe das noch nie probiert. Also, ich habe noch nie so einen Geschmack gehabt. Oder? Das ist ganz eigen. Das ist richtig cool. Das ist echt, warte mal, das ist so. Nach irgendwas riecht es. Es riecht nach Quass. Das hast du damals schon mal getrunken? Mhm. Auf jeden Fall, Emil, du kannst ja auch mal probieren. Jetzt bin ich. Riecht komisch. Riecht auch nicht wirklich süß. Es riecht nicht wirklich süß. Schmeckt voll komisch. Es schmeckt gut. Es schmeckt gut. Aber es schmeckt komisch. Hä? So hat man noch nie probiert, auf jeden Fall. Man hat noch so einen kleinen Geschmack von Cola drin, aber eigentlich schmeckt es nicht so. Aber auch so Karamell, so wie das heißt. Haben Sie eine Pizza bestellt? Gangsterella. Ich weiß nicht, wenn du sie jetzt hinfällst. Das ist ja so fucking lustig. Ein paar Sekunden später. Hat sich schrei aufs Maul. Nein. Nein. Junge, wir essen die Scheiße immer. Der Pizza Service. Gangsterella ist am Start. Es geht der Pizza Service. Ja, haben Sie eine Pizza bestellt? Ja, die Gangsterella. Oh, geil. Ist das die Gemüse? Ja, genau. Die Gangsterella mit Hanfsoße. Gönnung, danke. Für ein Ja, genau, iPhone. Perfekt. Ist die Bezahlung. Perfekt. Super. Danke. Alles klar. Alles klar, Leute. Wir sind jetzt an den See gefahren. Wir haben jetzt unsere Pizza bestellt. Die Gangsterella. Weil ich ja das Rennen gewonnen habe, darf ich jetzt allererstes kosten. Oh, stimmt. Stimmt. Habe ich voll vergessen. Nuss. Ja, ja. Probier als erstes. Alles klar. Sie riecht auf jeden Fall ordentlich. Sehr geil. Darf ich jetzt auch mal kosten? Hm? Ja, gerne. Was ich auf jeden Fall bei dieser Pizza feier, ist, dass der Teig so dick ist. Auf jeden Fall ist die Soße auch nice. Weil ja, an sich eine nice Pizza. Ich würde sagen 8 von 10 gelben Herzen. Ich würde auch. Ja, gelbe Herzen, perfekt. Ich würde auch ungefähr 8. Also Fazit für die Pizza, sie schmeckt 8 von 10, gelbe Herzen.
Aber es kostet 4 Euro. Ich würde dann nochmal 2 abziehen. Ich finde 4 Euro schon echt teuer. Für eine Tiefkühlpizza, Leute. Auf jeden Fall. Aber so an sich ist halt Pizza. Pizza, ich stehe übel auf Pizza. Like dieses Video. Abonniert. Subscribe, genau. Checkt Emil. Emil, sag ich ja. Ja, checkt Emil auf jeden Fall ab, den Kameramann. Checkt Sydney ab. Und habt noch einen wunderschönen Tag. Auf jeden Fall. Ciao. Alle Leute sehen. Dima bleibt am Ball wie Mbappé. Und ich weiß genauso, wird es gehen.